Einen beautiful good morning aus Alicante. Wie ist Leute? Wir sind gerade erwacht, es ist ungefähr 7 Uhr, ja genau 7 Uhr. Und wir hatten eine relativ angenehme Nacht. Unser Bett ist jetzt nicht so gemütlich, aber lässt sich aushalten. Wir haben hier auf jeden Fall Verdunklung vor dem Fenster. Das heißt, wir können echt ganz gut schlafen. Ist relativ hellhörig. Aber ansonsten lief das ganz gut heute Nacht, oder? Yes. Das ist gut. So, und jetzt machen wir uns erstmal einen Coffee. Und dann so ein bisschen Morgenroutine, IPF, ein bisschen Stretching. Und dann gibt es schon Breakfast, oder? Yes, ich habe super Hunger. Ja, ich bin auch hungry. Ja, wir haben uns gestern Abend noch Porridge gepreppt. Und mein Gewicht ist heute wieder ganz gut. 71,7. Mumpschick mache ich heute nicht. Und Almond Butter sieht auch sehr gut aus, finde ich. Die Berries sind richtig groß. Voll nice. Nämlich so ein bisschen die Bali Berries, die aus das Bali waren. Bali Berries, nicht Bellies. Hier ist mein gerade drin. Es gab gerade schon Glutamin und Kreatin. Und wir machen uns noch einen Tee und dann essen wir da draußen. Das wird sehr delicious. Unser Breakfast ist served. Geil. Sieht jetzt mal sehr lecker aus. Ich bin sehr drauf. Ist gar nicht so kalt. Mir geht voll. Ich bin gespannt auf den neuen Outs. Wir haben uns jetzt ein bisschen ready gemacht, haben uns den Meter reingefüllt und holen uns jetzt draußen Wasser. Und dann gehen wir mal eine Runde spazieren bzw. Cardio machen. Mal schauen, wo wir landen. Ich glaube, auf dem Berg ist, glaube ich, ein bisschen weit. Ich glaube, das ist schon ein, zwei Stunden Tour. Mhm. Ja, wir gehen jetzt zum Strand. Jetzt erstmal runter und schauen mal kurz. Es gibt gerade einen absoluten Energiekick, Leute. Wir strömen hier vor Energie. Wir stratzen hier lang. Pre-Workout ist angerichtet. Maispudding, die Sunaway Cinnamon Cereal. Und du hast die Sunaway Hazelnut. Chocolate Nougat. Yes. Ich wusste gerade, das auch schon am Mikro und das lassen wir uns jetzt erstmal schmecken. Speichern ein bisschen wieder auffüllen fürs Beintraining. Und dann geht's ab, ich freue mich. Filtern Sie die Situation. Wir wollen zum Gym, aber es hat kein Taxi, es hat kein Uber. Jetzt sind wir im Bus. Und das ist ganz easy und ist sogar günstig. Wir sind so eine solche Füchse. 3 Euro. Schicken. Langsam kommen wir bei den Mut. Ich habe einen Crankbooks Pro mit Nitro X, Kollagenpads, schon Intus und einen halben Monster haben wir uns auch noch gegönnt. Koffein ist auf jeden Fall heute am Start schon. Ich merke schon, dass der dort. Und ja, jetzt freue ich mich auf Titan. Ich glaube, ich hole mir eine 5er-Karte, weil ich bin in 2 Wochen nochmal hier. Willkommen im Titan Fitness hier in Alicante. Ist auf jeden Fall ultra voll. Wir verschaffen uns jetzt erstmal einen kleinen Überblick und stellen uns dann unser Beintraining zusammen. Ich habe auf jeden Fall Bock. Schaut mal, wie es hier aussieht. Meine liebste Hexquad, die ihr auch bei euch habt. Die machen wir auf jeden Fall. Eine Bellsquad haben wir auch, da können wir ADLs machen. Und eine nette Beinpresse gibt es da noch. Die auch Hammer. Als primär Hammer. Eigentlich nur Hammer, oder? Diese Cybex. Ja, nice. Dann schauen wir mal. Let's go, würde ich sagen. Erstmal gibt es jetzt einen guten Warm-up, ein bisschen Mobility, um Range of Motion zu verbessern. Verletzungen präventiv, wie heißt das? Verletzungen vermeiden. Deswegen habe ich ein, zwei Trainings rausgelassen. Aber jetzt fühlt sich eigentlich ganz gut an. Okay, liegender Beuger, 2 Sätze. Hier gerade ein Topset. Ist immer gut, um sich vorzubereiten nochmal für eine Kniebeuge-Variation. Und geht halt gut in den Beuger rein. Lineare Hexquad. Einziger Nachteil hier.
dass die Range of Motion nicht so groß ist. Vorteil aber für mich, ich habe einen gut stabilen Rücken, komme gut in den Glut rein und habe viel Kontrolle. Und Nachteil ist auch, dass man das Gewicht quasi in den Händen halten muss, was manchmal so ein bisschen problematisch werden kann, wenn es sehr schwer wird. Zwei Sätze sind schon gemacht, jetzt kommt noch ein dritter. Und ich aime vor 12 Reps. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat me. Holy moly. Mehr ging nicht. Mehr ging nicht. Wow, Leute. Bulgarian Swiss Squat gerade schon. Jetzt letzter Satz. Tot, also. Alina und ich meinen gerade schon, können jetzt auch schlafen gehen. Die Hitze. Ja, das Scheiß ist auf jeden Fall da. Die Hitze erinnert mich sehr an Bali. Nur, dass hier keine Klima existiert, oder? Aber es läuft gut, ich bin stark. Man weiß natürlich immer nicht so genau, ob man die Multipress jetzt genauso transferieren kann auf die im Duff Gym. Aber es fühlt sich ähnlich an, außer dass ich so ein, zwei mehr Reps schaffe, wie es geplant ist. Auf geht's, dein letzter Satz. Chance to be ruthless. So, Ladies and Gentlemen, wir haben gerade diese Hip-Thrust-Maschine gemacht. Die Nautilus, den Glute, Nautilus Glute Drive. Ist aber nicht so meins, kommt da nicht so ins Feeling rein. Deswegen zwei Sätze gemacht und jetzt noch zwei Sätze am Rückenstrecker. Für den Glut logischerweise. Ich habe mir jetzt hier mal so eine kurze Langhantel genommen, weil es ein bisschen besser zu greifen ist, finde ich. Beziehungsweise ich wollte es mal jetzt probieren. I walk a straight path, not many can say that. I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go, I know you have. Oh Gott. Das ist heute echt richtig hardcore. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Weil da Todes rein. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Wir haben uns dazu entschieden, zu Fuß nach Hause zu laufen, weil eigentlich wollten wir so ein bisschen durchblutschen. Und das ist jetzt auch nochmal eigentlich ein ganzes Cardio-Workout. Aber wir hatten Post-Workout und wir sind eigentlich gut gefühlt. Gleich haben wir es geschafft. Währenddessen arbeiten wir und zu Hause arbeiten wir weiter. Und dann duschen. Man fühlt sich schon sehr eklig, weil dieses Gym war schon eklig, oder? Ja. Ja. Aber es ist ein geiles Gym. Haben wir auch gerade drüber gesprochen, so. Das ist schon nett zum Trainieren. Ich freue mich auf die nächsten Trainings dort. Genau. Und dann schauen wir mal, was wir heute Abend noch machen. Ich habe erstmal meine Leggings angezogen. Zeige ich euch gleich nochmal einen Schwarzverpacht raus. Und wir machen jetzt wieder Essen. Es ist 17 Uhr. Wir haben es geschafft. Wir haben gearbeitet. Wir haben geduscht. Das ist ein sehr gutes Gefühl, oder? Ja. Also gearbeitet haben wir noch nicht, aber ein bisschen zumindest. Ein bisschen zumindest. Wir haben auf jeden Fall noch einiges zu tun. Jetzt gibt es aber erstmal Essen. Und zwar. Diese Meister von heute, die sind so geil und ich freue mich sehr drauf. Die sind einfach ganz anders. Catchy. Hähnchenaufschnitt. Käse. Für mich. Und Tomaten haben wir auch noch. Wird gut. Und später machen wir dann frisches Chicken. Jetzt brauchen wir die schnelle Version. Wir haben das Haus verlassen. Es ist jetzt 20.12 Uhr. Mit Strohhalm. Das ist wichtig, weil wir uns jetzt eine Cola. Und gehen nochmal irgendwie vielleicht eine Runde shoppen mit John und Hannah. Hast du Bock? Yes, yes. Ich hätte auch gerne ein Kleidchen mitgenommen, aber ich habe noch ein Kleidchen dabei. Kann ich mir Also, ich habe jetzt ein paar Fragen an dich.
Und Jule muss einfach ganz spontan darauf antworten. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Wir haben überlegt, wie wir dieses Video beenden. Und Alena meinte, sie stellt mir jetzt ein paar Fragen. Aber ich fand schon, was das gefragt ist. Lass dich mal darauf ein. Okay, wir hören zu. Hallo Jule, du Booty Queen. Was war das wildeste Abenteuer, das du je erlebt hast und wie hat es dich verändert? Oh wow, das ist schwierig. Ja, wahrscheinlich, eigentlich das Einzige, was mir einfällt, ist mein Abenteuer in den USA. Das ist schon sehr wild gewesen. Im Endeffekt, so, wenn ich drüber nachdenke, was ich alles so alleine gemacht habe, weil jetzt bin ich lange nicht mehr alleine gereist, also lange, lange alleine. Und habe mich immer noch mit auf andere Menschen verlassen und das ist auch immer ganz komfortabel gewesen. Und wenn ich jetzt mal so dran zurückdenke, dass ich alles einfach allein gemacht habe, von Airbnbs besuchen zu Autos mieten, auf den Highways in den USA rumfahren, in Gyms gehen, die ich nicht kenne, mich mit Menschen treffen, die ich nicht kenne, sowas, alles. Das war schon wild. Das hat mich auf jeden Fall selbstständiger gemacht und selbstbewusster, ja, und diese Erfahrung möchte ich nicht wissen. Danke für die coole Antwort. Hier die nächste. Welche unkonventionelle Methode hast du, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen? Und hat es funktioniert? Was sind das für Fragen? Welche unkonventionelle Methode habe ich, um ein Ziel zu erreichen? ChatGPT hat gefragt. ja, was unkonventionell, vielleicht einfach, ich glaube, was relativ unkonventionell ist, ist einfach so zu machen und nicht so viel nachzudenken, weil die allermeisten, die machen sich dann halt krass Gedanken, bevor sie irgendwas machen, und ich bin ganz häufig so, okay, du machst es jetzt einfach. Also wenn ich wirklich was erreichen will, dann mache ich es einfach irgendwie. Und denke auch nicht zu viel drüber nach, dann kann es auch mal sein, dass es mal ein bisschen nicht so gut läuft. Es ist ein bisschen unnötig viel Geld für irgendwas ausgebe, weil ich nicht so viel Bock habe, mich mit irgendwas zu befassen. Aber dann komme ich auch meistens irgendwie ans Ziel. Cool. Gut, ne? Ja. Ist jetzt nicht ein Ratschlag, aber einfach wie es macht. Hast du jemals eine geheime Leidenschaft oder Obsession gehabt, von der die meisten Menschen nichts wissen? Wenn ja, was ist es und warum hältst du es geheim? Ich halte es geheim, weil es geheim bleiben soll. Deswegen erzähle ich es jetzt nicht. Lass mich mal überlegen. Geheime Obsession. Weiß ich nicht. Würde dir jetzt was einfallen, was du nicht teilen wollen würdest? Eine Obsession? Kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Kommen vielleicht später nochmal zu meiner geheimen Obsession. Man kennt dich ja als Single Lady, aber welche drei Eigenschaften schätzt du am meisten an einem potenziellen Partner und warum sind sie dir so wichtig? Welche drei Eigenschaften? Das haben wir ja schon so ein bisschen im Red Flag Video geklärt. Aber nochmal, um es auf den Punkt zu bringen. Schwierig. Zielstrebigkeit und auch Umsetzung der Ziele. Was ich nicht gut finde, ist, wenn jemand nur redet, aber nicht macht. Das heißt, wenn man auch wirklich seine Worte in Taten umsetzt, dann, ja, ich würde schon sagen, Sportlichkeit, allgemein, wenn man sehr auf seinen Körper achtet, muss jetzt nicht nur auf die Qualität, würde ich gerade schon sagen, ankommen, aber so generell gepflegtes Aussehen. Und weil das zeigt auch immer, finde ich, wie man so allgemein im Leben umgeht. Und Nummer 3. Aber es gibt eigentlich mehrere Sachen. Nummer 3, Unterstützung von dem, was ich tue. Also halt einfach Supportiveness, das man nicht nur etwas toleriert, sondern dass man halt zusammen etwas macht und unterstützt wird. Und ich möchte natürlich auch meinen Partner unterstützen, aber dass man halt das Gefühl hat, man wird durch den Partner gepusht. Das ist mir sehr wichtig. Cool. Okay. So, die letzte Frage. Hast du jemals eine Entscheidung bereut, die du im Leben getroffen hast? Wenn ja, was war's und wie hast du damit umgegangen? Das ist
sind voll die lieben Fragen. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Entscheidung, die ich bereut habe. Nee, ich habe da mal über einen Podcast drüber gemacht. Es gibt eine Sache, die ich bereue, und zwar, dass ich nicht Podcast hören. Podcast hören. Dass ich nicht früher meinen Podcast gestartet habe. dass ich häufig nicht genug an mich selbst geglaubt habe, weil ich glaube, das hätte mich dann noch weiter nach vorne gebracht. Deswegen arbeite ich jetzt sehr stark daran, immer an mich zu glauben und so mit diesem Glauben an mich selbst durchs Leben zu gehen, durch Herausforderungen zu gehen, weil ich weiß, dass ich so am allerbesten meistern werde. Yay! Top! Waren jetzt liebe Fragen, keine spicy Fragen. Ich glaube, ChatGPT mag keinen Spice. Stellt mal eure spicy Fragen an Jule in die Kommentare. Oh. Dann machen wir ein nächstes Video dazu. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob ich das will, aber vielleicht. Okay, Leute, also es ist ein gutes Auto. Wir sitzen hier übrigens gerade am Hafen. Hafen von Ali. Stellt eure spicy Fragen an mich in die Kommentare. Und wenn dieses Video 500 Likes bekommt, 500, dann beantworte ich diese Fragen. Aber nur da. Also liken und kommentieren. Und Kanal abonnieren. Und Alena lieben und Louis lieben. Und mit Coaches Bikini bei Ace Entoppen. Und bei OAce. Danke für euren Support. Bis bald. Bye. Bye.